Der Kollege hier hat mich verführt, heute hierher zu kommen. Er hat ihn verführt? Und es hat sich gelohnt. Oh nein. Ich wollte eigentlich bei seiner Frau zu Hause zu essen. Ja. Aber sie ist ein Putzfimmel. Und da gibt es nur gekochtes Brot. Gekochtes Brot? Ja. Also nichts Warmes, was Kaltes, gekochtes Brot. Ja, wunderbar. Weil sie so putzt. Sie hat einen völligen Putzfimmel. Der Mann sieht auch wirklich so aus, als ob seine Frau einen Putzfimmel hat. Was haben Sie? Im Fernsehen. Im Fernsehen? Nein. Doch? Ja. Und was soll jetzt Ihre Frau dazu sagen? Ich vermute mal, dass sie jetzt ganz schockiert ist, was er gesagt hat. Sie ist völlig schockiert. Sie ist schockiert. Weil eigentlich ist er der beste Freund von Ihnen. Es stimmt nicht. Nicht mal der beste Freund. Ach so. Ein Bruder von mir. Ach, ein Bruder auch noch. Also ein Zwillingsbruder. Nein, Zwillingsbruder. Dann ist das die Schwägerin und die Schwägerin hört jetzt, was er so über sie sagt. Wie soll denn das dann weitergehen mit der Ehe? Ich finde, jetzt 46 Jahre verheiratet, muss das eigentlich in Ordnung sein. Das kann nicht sein, was er erzählt. Das ist unmöglich. Unmöglich. Schande über ihn. Schande. Schande, Schande, Schande. Ja, genau. Ja. Aber Entschuldigung, wir haben hier gerade Eheproblem haben wir. Bruderprobleme. Bruderprobleme, ja. Da haben wir noch ein Hühnchen zu rupfen. Ja.